im Geschütz. Achso. Nee. Nicht im Geschütz. Okay. Irgendwo da ist auch noch Mimik. Oh Mann. Nein, das wollte ich da nicht. Verdammt. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Reparieren 2 kann ich ja noch nicht machen. Mir fehlt noch eine neue Mod. Scan abgeschlossen. Okay, töten. So. Weitere Proben benötigt. Erstmal einsammeln hier. Ich drücke immer die falsche Taste hier im Moment zum Einsammeln. Ist furchtbar. Okay. Jetzt mal jeden Raum hier abscannen, weißt du? Weil wegen, es könnte ja was drin sein. Was wichtig ist und so. Dieses Tablet, ein Teil vom Tisch, das geht ja auch nicht. So. Sieht ja aus wie ein Grafikfehler. Das geht ja aber gar nicht. Wow! Ach du Scheiße. Irgendwie ist hier ein Viech reingekommen, glaube ich. Nein, die ist leer. Ach, Mist. Doppelmist. Verdammt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das kann ja nur besser werden. Ich habe aber auch, glaube ich, nichts mehr, ne? Zum Heilen und sowas. Nee. Leider nicht. Dann nicht. Auch leer. Irgendwas ist ja immer hier. Da kommen sie ran auf den Meter. Hab genug Schläge für alle hier. Sind aber auch viele da drin. Hallo. Kommen aber auch nicht wirklich rein, ne? Ich hab was getroffen. Es hat mich getroffen.
Ist es hier drin? Ich weiß es nicht. Nee. Verdammt. Hm, komm. Komm! Komm, wenn du dich traust. Mir gefällt das nicht. So, haben wir's? Ich hoffe doch. Auch wenn ich die jetzt nicht scannen konnte. Obwohl, ja, ich hätte sie scannen können. Aber. Oh shit. Das ist jetzt weniger gut. Endlich ein bisschen Munition. Oh, und erstmal abkühlen. Und erstmal speichern. Keine neuen Daten, okay. Es sind zwei, wollte mich verarschen. Ja. Mistige Mistdinger. Eins ist da. Shit, shit, shit. Lade schneller nach. Nein, 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 nein! Mm. Das war eine doofe Idee. Kommt auch von mir. Es wird bestimmt alles irgendwann besser. Wenn ich ein bisschen mehr Lebenspunkte habe, ein bisschen mehr Rüstung und Gedöns. Und keine Ahnung, was noch alles. Wenn halt Überleben gesichert wäre und so. So ist auch ganz gut. Hat gut geklappt. Nicht. Ja. Zwei Phantoms sind halt echt schon hart. Mit den Billigwaffen, die wir haben. Wir müssen sie beide einfrieren, damit wir beiden Bonusschaden kriegen. Alter, das Ding ist schon eingedingst, weißt du? Mhm. Das ist schon ein bisschen mies. Ja, und da ich ja ein Shooter-Over-Noob bin, ja, drückt sich Shooter schon gespielt und ich bin immer noch scheiße in Shootern. Ist so. Wird auch nicht mehr besser. Ah, naja, was willst du machen? Klasse, jetzt ist hier natürlich halt alles mit Feuer so ein bisschen dicht. Das ist natürlich auch ganz toll. Hm. Das heißt, wir machen einfach mal diese Tür per Überbrückung gleich auf. Und speichern mal. Einfach weil ich einen von den Mistviechern da dauern habe. Ja, ist gut. Vitalwerte kritisch. So.
Mann, Mann, Mann hier. Immer muss man hier alles so eng sehen. Aha. Gut. Oh, noch eine Petrischale, die ich irgendwie nehmen kann oder sowas. Petrischalenprobe, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Nochmal so ein dolles Herz hier, keine Ahnung, was das ist. Funktioniert super zum Werfen. Oh, guck mal, was da alles noch drin ist. Was ist das? Nullwellentransmitter. Der in Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Zielfähigkeiten desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlenweg befindet. Sowas war auch. Okay. Und jetzt mit wenig Munition irgendwie weiter. Ach, guck mal, da ist auch noch so ein Halbtoter. Einführung in die Studie der parapsychologischen Meta-Analyse. Beispielsweise zeigt die Durchführung einer Meta-Analyse von mehr als 2000 Ganzfeld-Experimenten, bei denen Teilnehmer zum Zwecke des Tests auf Telepathie einer leichten sensorischen Deprivation ausgesetzt werden, eine Trefferquote von 39%. Diese Ergebnisse sind statistisch signifikant, das heißt, die Erfolgsquote liegt über dem, was nur durch rein Zufall zu erklären wäre. Es besteht also kein Zweifel, hier geht irgendetwas Unheimliches vor sich. Das ist doch toll. Neuromat, ganz wichtig. Hier brauche ich noch ein Passwort. Wir hatten auch noch den einen Raum mit den 100.000 drölzigen Notizen. Habe ich die jetzt alle aufgesammelt? Ich weiß es gar nicht. Hm. 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 Biologisch gefährliche Abfälle sind immer super. Man weiß ja nie wofür, aber sind immer super. Da liegt auch noch was. So. Dann gehen wir mal hier durch. Ist irgendwo da. Wo bist du, mein Sonnenschein? Und wo kommt er auf einmal überhaupt plötzlich her? Da unten ist er. Das Ding hier macht ja keinen Schaden. Aber hat ihn angelockt. Ja. Ja, komm, hat mich nie und nimmer getroffen hier. Niemals! Hoffe ich. Hm. Und dennoch muss ich da halt jetzt irgendwie zu ihm da runter und ihn erledigen, ne, damit er mich nicht mehr nervt hier. So, haben wir denn jetzt genügend für Reparatur 2. Das sieht doch an sich nicht verkehrt aus. Machen wir mal. So. Dann können wir das Ganze auch mal reparieren. So. Dann gehen wir mal mit dem Ding runter. Sag ihm mal hallo. Du Schmerl. Und dann mal gucken. Es wird schon. Irgendwie. Kann ich nochmal speichern hier? Hallo. Hallo. Oh shit. Das lief jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mach mal, haben wir nicht noch so eine Recycler-Ladung?
Perfekt. Lief super.